Thomas Feiersinger, Ulf Wendling. Gemeinsam sind wir die Golf Sport Academy. Und wir haben heute wieder ein paar Tipps für euch. Viel Spaß beim Zuschauen. Sehr guter Putt, Ulf. Was ist das für eine Übung, die du jetzt gerade machst? Ja, das ist ein 5% Training, also zielorientiert. Wir haben da einen 10 Meter Putt und die 5% ist ein 50 cm Kreis. Das sind genau 5% von der Distanz, was die wir zurücklegen. Du jetzt gerade gespielt hast. Okay, genau. Perfekt. Das heißt, du spielst von hier wie viele Bälle? Wir spielen das immer mit 10 Bällen und versuchen so viel wie möglich in den Kreis hineinzubekommen. Okay. Wenn man sich das jetzt anschaut, du bist da jetzt sehr gut, aber wenn jetzt wer hier Schwierigkeiten hat in der Distanzkontrolle, das heißt den Kreis nicht sehr oft trifft, was würdest du dann vorschlagen, wie man dieses Problem lösen kann? Eine Möglichkeit ist, dass man es einfach viel übt, dass es einfach besser wird. Oder wenn das nicht funktioniert, dann ist eine super Übung eine Rhythmusübung. Okay, dann schauen wir uns die jetzt am besten an. Sehr gut. Okay, und das ist jetzt die Rhythmusübung, von der wir gesprochen haben. Genau. Warum ist die so wichtig? Ja, es ist einfach wichtig, einen guten Rhythmus zu haben, damit man die Distanzkontrolle bekommt. Okay, weil die Distanz ist eine der wichtigsten Sachen im Putten. Genau. Okay. Die Bewegung einfach zu wiederholen zu können im gleichen Tempo. Okay, wichtig ist einfach, dass das eine Pendelbewegung ist und die Geschwindigkeit und die Länge vom Schläger in beide Richtungen gleich ist. Also gleich weit, Ausholbewegung gleich weit, Durchschwung gleich weit. Okay, und wie lang soll ich so eine Übung jetzt machen? Ich schlage vor 20 bis 30 Minuten, dass man das macht und dann wieder auf die Station geht mit 5% Training, dass man das Feedback bekommt, okay, ist es besser geworden oder nicht. Okay, perfekt. Dann üben wir das jetzt ein bisschen und gehen dann wieder auf die 5% Station zurück.